einige Momentaufnahmen des Tags der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr in Essen-Kreik. Der Platz ist jetzt ein bisschen leerer. Gute Musik, Essen und Trinken hast du. Da sehen wir unsere kleinen Feuerwehrleute, die Zukunft. Hier kann man üben. Ja. Das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Sehr viele leckere Kuchen, die ich sehe, viele fleißige Helfer, Getränke und das sieht wirklich toll aus für Cocktails. Da wird sich viel Mühe gegeben, wirklich toll. Ja, und hier, wie gesagt, wird fürs kulinarische Wohl gesorgt. Vorne ist ein Imbissstand, hier sehen wir den Bierstand. Ja, und hier dann eben auch die Bühne, von der jetzt im Moment die Musik läuft und später werden dann wohl auch an dieser Stelle dann die Bands auftreten. Ja. Und es ist meines Erachtens auch schon wirklich gut besucht. Ist also richtig schön. Schon mal los. Ja, also kommen lohnt sich auf jeden Fall. Morgen am Sonntag geht es ja weiter und ich bin immer wieder gerne hier. Ja, danke. Hier lasse ich die Bilder für sich selber sprechen. Hier gibt es die ganzen Leckereien. Meine Leckerei steht schon vor mir. Ihr seht sie. Unter der Pommes ist meine Currywurst versteckt. Da muss ich mich vorarbeiten. Ja, also es gibt wirklich jede Menge. Gyros, Tzatziki, Currywurst, Pommes, vom Schwenkgrill. Also wirklich alles zu haben. Wunderbar. Und viele fleißige Helfer. Geht hier ruckzuck. Da ist der Schwenkgrill. Und im Hintergrund hören wir gute Musik. Gibt's auch. Ja, sehr verehrte Gäste, liebe Kinder, nochmals der Hinweis: im unteren Bereich auf unserer Showfläche präsentiert sich für Sie das Deutsche Rote Kreuz, unter anderem mit einem Stand mit Kinderschminken oder Erste Hilfe an einer Übungspuppe. Ja, hier dürfen dann haben wir im oberen Bereich neben unserer Holzhütte unsere Kuchentheke. Selbstgemachter Kuchen von unseren Damen. Immer wieder frisch und lecker für Sie zubereitet. Hier oben neben der Holzhütte leckerer, frischerer Kuchen und Kaffee natürlich. Und ab 16 Uhr freut die Katrin sich schon sehr drauf. Öffnen unsere Cocktailbar. Ach man, rundum Blick. Lea, gib mir mal bitte Kohle.
Überall ist gut was los. Eigentlich für die Kinder. Trampolin, Luftkissen. Ja, die Jugendfeuerwehr, die informiert. So ist. Ja, und dann natürlich die ganzen Feuerwehrwagen, die man sich von ihnen angucken kann. Also ein buntes Programm. Ja, und hier sehen wir dann die Personen, die das Ganze mal ausprobieren wollen. Hier ist die Leitstelle. Liebe Gäste, liebe Kinder, möchten Sie mal ein echtes Feuer löschen? Ja. Auch dieses ist bei uns möglich. Ja, sicher. Das ist ja in der Kreiergruppe bei Facebook. Unsere Feuerlöschsimulationsanlage. Ja, sagen wir mal so, da wird ein Video mit dem Namen Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Essen-Frei. Können Sie sich auf jeden Fall an. Der Freiwilligen Feuerwehr. Bis dahin weiterhin viel Spaß bei uns. Ja, und wie man sieht, strömen immer neue Leute dazu. Also es wird richtig voll, aber das Wetter ist ja auch super. Bin richtig voll, ein schöner Tag. Und naja, gibt es ja auch noch Live-Musik, nehme ich mal an. Und Cocktails, wie ich gehört habe. Ja, also für alle ein Grund, auch am morgigen Sonntag hier hinzukommen. So, und da sehen wir gleich den jungen Mann beim Feuerlöschen. Er muss jetzt genau gezielt mit seinem Schlauch auf das Feuer halten, um es zu ersticken mit dem Wasser. Ist richtig eine Flamme, kommt da raus. Da müssen sie schon ordentlich sprühen. Unter Anleitung wird das Feuer dann gelöscht. Ja, und schöne Musik. Aus den 70er Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Es war jetzt nur ohne Smoking eigentlich sogar. Also mir ist super. Ich bin da raus. Auf. Ja, dampft's ordentlich. Der nächste ist im Einsatz und versucht zu löschen. Ja.
Ja. Das war es erstmal. Rundfahrten werden angeboten, wie man sieht. Die auch sehr gut angenommen werden. Mit dem kleinen Traktor. Da steht noch ein größerer, der auch Rundfahrten anbietet. Hier sind wir in der Fahrzeughalle und da sehen wir, da hängen die Uniformen, oben drauf liegen die Helme, unten stehen die Schuhe und hier rüsten sich dann die Feuerwehrleute ein für den Einsatz. Genau, und hier findet auch ein Fotoshooting statt, kann man sich vermutlich mal entsprechend einkleiden und wird dann fotografiert. Ja, hier ist ja, schätze ich mal, Trophäenraum. Da sieht man ja einige Pokale aufstehen. Und Wimpel. Die von der Tradition der Freiwilligen Feuerwehr in Essen-Kreis zeugen. Ja, hier sehen wir noch die Schienen der damals hier stehenden Straßenbahn. Und die Straßenbahn, das ist mir jetzt gerade so berichtet worden, hat wohl hier gestanden, um den Feuerwehrleuten die Gelegenheit zu geben, einen Unfall mit einer Straßenbahn irgendwie zu üben. Ja, und das hat dann eben hier stattgefunden, an dieser Stelle. Schienen liegen noch, Straßenbahn. Ist mittlerweile Geschichte. Sie hören so ein Geräusch, fühlen Sie sich frei, wählen Sie den Notruf 112. Kostet nichts. Ja, hier wird auf die Notwendigkeit von Rauchmeldern hingewiesen. Leitstelle Essen hört für 5 HLF4. Die in jener Wohnung angebracht werden sollten, weil sie wirklich Leben retten können. Uns nämlich auch darauf aufmerksam machen, dass irgendwo ein Spillbrand ist oder es brennt und wir rechtzeitig die Wohnung oder das Haus verlassen.
Nichtsdestotrotz, ich erzähle Ihnen ganz kurz, wie die ganze Geschichte zustande kommt. Was Sie gerade gehört hatten, vorhin zu Beginn der Übung, war der Einsatzbefehl, der ausgelöst wird über die Leitstelle der Feuerwehr Essen und auf solchen kleinen Geräten wie in meiner Hand landet. Wir, die Kollegen der Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr in Frei, werden über diese Geräte alarmiert. Und man hat dann irgendwann festgestellt und hat gesagt, Leute, nach Alarm müsst ihr so schnell wie möglich zur Feuerwache kommen. Dort haben Sie gerade gesehen, die Jungs waren am Bierwagen, die Jungs hatten die Musikanlage oder waren am Bratwurststand, haben dann kurzerhand ihre Arbeitsplätze verlassen, sind in diese Feuerwache hineingelaufen, haben sich mit persönlicher Schutzausrüstung ausgerüstet, ins Feuerwehrfahrzeug. Und ja, natürlich müssen wir Ihnen jetzt auch simulieren, dass so eine Anfahrt länger dauert. Leitstelle Essen, hören wir 5 Pfeile 4, kommen. Ja, 5 Pfeile 4 mit einer Nachfrage. Gibt es weitere Erkenntnis zur ausgelösten Brandmeldeanlage kommen? Ja, richtig. Wir haben mehrere Anrufer. Bestätigt die Lage, es dringt Rauch aus einem Fenster. Vermutlich Menschenleben in Gefahr. Kommen. Ja, das ist verstanden. Wir treffen in einer Minute ein. Kommen. Eine Minute, brauchen wir lange. Ja, verstanden. Für diese Info, momentan keine weiteren Kräfte verfügbar. Ja, die wollen die Spannung mal hören. Ja, gleich ist der Tod da drin. Ja, das komm mal einen Schritt zurück. Sicherlich wird der ein oder andere von Ihnen schon einmal gehört haben, Minuten können zu Stunden werden. Bitte schön, denken Sie einfach mal, es gab einen Alarm. Sie haben gerade hier zwei Autos vorbeifahren sehen. In der Realität machen die jetzt nichts anderes, als einmal die Straße hochfahren. Oben natürlich ohne Blaulicht und Martinshorn auf der Kreuzung zu drehen. Und wenn das erfolgt ist und Sie oben gedreht haben, werden Sie mit Blaulicht und Martinshorn hier runterkommen. Jetzt werden Sie sagen, meine Güte, das lässt dauert keiner ja. Da umdrehen. Können Sie sich vorstellen, dass so ein Feuerwehrauto so knappe 14, je nach Bauform bis zu 16 Tonnen wiegt, durchaus untermotorisiert ist, nämlich kein Formel-1-Fahrzeug. Die Leute wollen schnell sein, wollen Ihnen als Bürgern helfen. Aber leider Gottes kommt dann wieder dieser bekloppte Pkw-Fahrer. Daher, wichtig für Sie, sehen Sie ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn. Wir bitten Sie inständig, aus eigener Erfahrung können wir Storys erzählen, das wollen wir gar nicht. Wir bitten Sie inständig, denken Sie daran, so ein Auto ist schwer, hat wenig Kraft, aber die Leute wollen relativ zügig bei Ihnen sein. Der RTW, Rettungswagen, alle sind direkt zusammengekommen. Komm mal einen Schritt zurück, noch einen Schritt, damit er daneben fahren kann. Das steht im Weg. Dankeschön. Im Übrigen, wenn Sie meinen, das wäre jetzt was Außergewöhnliches, das ist normales Gaffer-Publikum, was wir hier gerade haben. Das ist absolut normal. Der Gruppenführer des Fahrzeugs, um Ihnen jetzt einmal den Einsatz zu dokumentieren, ist der junge Mann mit der roten Weste. Der versucht in irgendeiner Art und Weise, als der Verantwortliche für den ganzen Einsatz, sich einen Überblick zu verschaffen. Er läuft einmal herum, guckt, wie er denn jetzt irgendwie zum Beispiel einen Zugang findet. Und wird feststellen, er sieht ein auf Kipp stehendes Fenster, hat auch ein paar Türen, aber leider Gottes alle zu. Wo ist der Feuerwehrmann? Super. Ja, meine Damen und Herren, nun passiert also Folgendes, der Gruppenführer hat erkundet und hat gesagt, eine Verrauchung. Natürlich, wie gerade schon erwähnt, dieser Rauch ist für Sie tatsächlich unter Umständen, naja, zumindest bewusstlos machen. Aber meinen Sie, die Kollegen selber, die sind davon gefeit, die würden die gleichen 5 Atemzüge machen wie Sie und dann kippen sie rum.
Also hat sich irgendjemand mal gedacht, ich habe da eine Erfindung. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein bisschen Atemluft mit, nennt man Atemschutzgeräte, so komische, dubiose Pullen, die Sie da auf dem Rücken sehen. Die Kameraden sind mit diesen Geräten für einen gewissen Zeitraum unabhängig und können sich tatsächlich in die eigentlich durchaus toxisch wirkende Rauchluft bewegen. Jetzt stellt man hier fest, man möchte gerne einen Zugang machen. In der Realität, so leidet mir sagen, tut sagen zu müssen, würde man jetzt einfach das Fenster einklopfen. Ne? Und ganz ehrlich, auf den Preis für so eine Glasscheibe, naja, egal. Aber das ist unsere Glasscheibe, ne? Und dahinter brennt das nicht wirklich. Wenn Sie jetzt ernsthaft meinen, wir sind so bekloppt und kloppen unsere eigene Glasscheibe ein, nee, das machen wir natürlich nicht. Wir nutzen aber diese Möglichkeit, um Ihnen einmal zu zeigen, dass es tatsächlich auch eine andere Möglichkeit gibt, da reinzukommen. Sie dauert denn zwar durchaus zwischen 15 und 20 Sekunden länger als wieder Einkloppen einer Scheibe. Aber wahrscheinlich hat der ein oder andere von Ihnen durchaus mal im Fernsehen gesehen, wie schnell man so ein Fenster aufhebeln kann. Nein, wir sind keine professionellen Einbrecher. Aber einbrechen können auch wir, ja, leider Gottes. Die Kameraden haben sich also jetzt einen Zugang durch das Fenster organisiert, gehen hinein und versuchen nun in dem wirklich absolut nicht sichtbaren Raum. Sie sehen nichts. Strecken Sie die Hand aus, gucken Sie auf Ihre Hand. Sie sehen Ihre Hand nicht. So stark ist die Verrauchung da drin. Man ist wirklich gezwungen zu tasten und zu fühlen. Leider Gottes bedeutet das auch, wenn jetzt da drin eine Person liegen würde, die sehen Sie nicht unbedingt. Dann muss sie wirklich ertasten. Leider Gottes dauert das unter Umständen einen Moment. Ja, liebe Kinder, hier ist niemandem irgendwie reell etwas passiert und wir haben da auch eine Person reingepackt, die dann immer um Hilfe ruft. Wir haben mal versucht, Ihnen ein kleines Funkgespräch unserer Kameraden in die Lautsprechanlage hineinzuarbeiten. Tatsächlich wurde also eine Person gefunden. Nein, der Person geht es in der Realität sehr gut. Der Einzige, der braucht gleich wahrscheinlich nur, um komplett zu genesen, Ihren Applaus. Aber das machen wir gleich, ne? Dann ist alles kein Thema. Wird nun vom Rettungsdienst versorgt. Ja? Macht mir den Kurt nicht kaputt, Leute. Wie viele Leute waren denn da drin? Ich war alleine. Wir waren alleine, alles klar. Hatte die Rezepte. Machen wir. Das Currysoßenrezept ist am wichtigsten. So, meine Damen und Herren, schlussendlich kam also wirklich eine relativ simple Brandursache dabei raus. Lassen Sie sich gesagt sein, die simpelsten Brandursachen sind meistenteils diejenigen, die am schlimmsten sind. Im Endeffekt hat der junge Mann, der hier gerade als Patient herausgetragen wurde, in seiner Demenz einfach nur vergessen, seinen Herd auszumachen, wo denn das Essen drauf gewesen ist. In der Realität, ein solch kleiner Kochtopf kann durchaus sehr wohl diese Verrauchung produzieren. Und im Endeffekt, sie sterben ja gar nicht am Feuer und an der Flamme. Wie gesagt, 5 Atemzüge maximal, wenn sie bewusstlos. Mehr als 5, wenn sie denn bewusstlos sind. Naja, interessiert sich das wirklich noch? Wenn sie bewusstlos sind,
Meinen Sie, Sie können noch 10 vertragen? Ja, können Sie noch. Vielleicht auch 20, einverstanden. Aber danach ist es vorbei. Und meine Damen, meine Herren, nachdem Sie hier im Hintergrund immer noch die Kollegen der Feuerwehr arbeiten sehen, die einzige Möglichkeit, Ihnen dieses etwas zu erleichtern, das sind solche kleinen Dinger. Im Baumarkt, bei dubiosesten Discountern, für durchaus kleines Geld erhältlich. Wie schon gesagt, die Dinger löschen kein Feuer. Die machen bei Ihnen kein Feuer aus, aber sie geben Ihnen die Möglichkeit, nachdem das Ding ausgelöst hat, mit 2 bis 3 Atemzügen Ihren eigenen Popo aus dem Gefahrenbereich herauszubewegen. Das ist der Grund für diese kleinen Dinger. Für 5 Euro, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und wir kommen noch auf die Ausrüstung an. Wir legen es Ihnen nahe. Nutzen Sie diese kleinen Geräte an der höchsten Stelle Ihrer Wohnung. Und Sie machen vor allen Dingen der Feuerwehr einen ganz großen Gefallen. Wir retten liebend gerne Leute. Will uns keiner nachsagen. Aber außerordentlich ungerne werden wir Leichen. Und ich glaube, spätestens jetzt, meine Damen und Herren, ist der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, ganz so schlecht war die Kolonne gar nicht. Und der Lohn des Künstlers, das ist der Applaus. Ich denke mal, verdammt, ich denke, verdient die Jungs. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben Ihnen wenigstens das ein oder andere erzählen können, was denn auch bei Ihnen im Köpfchen hängen geblieben ist. Und seien Sie weiterhin unsere Gäste. Bis gleich, denn das geht natürlich gleich so weiter. Wir machen noch mehrere Vorführungen. Vielen Dank. Haben Sie weiterhin viel Spaß und besuchen Sie unsere Stände. Ein kurzer Eindruck von dem, was hier los ist, weil hier geht wirklich die Guzzi ab, brechend voll, wirklich brechend voll, und gleich spielen ja die Bands. Richtig was los. Dann hören wir uns die Ruhrpottröhren an. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich komme später. Zuerst einmal möchten sich gerne die Mädels vom Gecko-Mobil vorstellen. Die haben extra 2 Tänze einstudiert. Genau, die meinen. Und zwar um die Pottröhren zu unterstützen. Denn, ganz wichtig, unsere Newcomer-Band, die Pottröhren, treten heute Abend hier auf für Sie. Live und in Farbe. Und das Ganze ehrenamtlich, unentgeltlich sozusagen. Toll! Ja. Das Einzige, worum Sie bitten, wäre um eine kleine Spende hier in dieses wunderschöne Haus. Steht auch Spende drauf. Ein Gecko klebt drauf. Jetzt wisst ihr schon, wo das Geld hingeht. Es geht in das Gecko-Mobil, in die Jugendarbeit hier in Essen-Kreich. Also es bleibt in eurem Stadtteil. Also, während des Auftritts der Mädels vom Gecko und auch der Mädels der Pottröhren, schmeißt fleißig hier in diese Spendenhaus rein. Ja. Ja, da geht gleich einer rum mit oder wie auch immer. Und die Mädels vom Gecko-Mobil möchten natürlich dementsprechend auch etwas dazu beitragen und haben sie extra 2 Tänze einstudiert. Und wenn ihr hier vorne noch ein bisschen Platz macht, es ist heute sehr eng. Wir haben mit so vielen Gästen nicht gerechnet. Deswegen, wir müssen uns ein bisschen zusammen eng kuscheln, dementsprechend. Und wenn die Mädels bereit sind, vom Gecko-Mobil. Liebe Gäste der Freiwilligen Feuerwehr, darf ich Sie bitte um einen riesen Applaus bitten für die Mädels vom Gecko-Mobil. Ihr
Ihr seid bereit? Auf geht's, viel Spaß dabei! Du machst die Tanz hier vorne. Ja, hast rein, hier sieht ja gar nichts mehr. Ja, meine Güte, da hat ja niemand mit gerechnet. Einen wunderschönen guten Abend oder, naja, kann man ja schon fast um 19 Uhr sagen. Mein Name ist Thomas Vogt und vielleicht kennt der eine oder andere meine Stimme von Radio Essen. Zumindest eine der vier Pottröhren ist eine langjährige Freundin von mir und bat mich, sie anzumoderieren, was ich hiermit mache. Das heißt,
So vor circa einem halben Jahr haben sich die vier Mädels hinter mir zusammengetan. Jede von ihnen hat eine Wahnsinnsstimme, aber die vier stimmen jetzt auf einmal. Wow, kann ich da mal sagen. Nicht nur nicht das, sie haben ein Programm für euch ausgearbeitet. Das ist sowas von spitze, also mitmachen, mittanzen und so. Ne, wir sind hier mit in Essen-Kreis, kann ich jetzt hier auch mal auf Ruhrpott. Egal, auf jeden Fall. Erlebt ihr heute eine Weltpremiere. Warum? In dieser Formation treten sie zum allerersten Mal auf und das hier in Krei. Ich will gar nicht so lange reden, sondern die sollen lieber singen. Viel Spaß, gute Unterhaltung mit den Pottröhren. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind natürlich überwältigt von dieser Menschenmenge und sehr, sehr aufgeregt. Jetzt übergebe ich mal an eine Mitarbeiterin des Geckos, die euch ein bisschen was über die Arbeit erzählt. Und ja. Ja, danke erstmal für die Einladung. Wir und vor allem die Mädels haben sich natürlich gefreut, heute hier sein zu dürfen und zum allerersten Mal vor Publikum ein Aufzeichnen. Diese Tanzgruppe gibt es nämlich noch gar nicht so lange, ich glaube erst seit circa 2 Monaten. Und man sieht, es ist noch im Aufbau. Aber wir bedanken uns wirklich recht herzlich bei den Pottröhren, bei der Feuerwehr und insgesamt für die schöne Aktion, weil einfach Kreier zusammenstehen müssen und sich gegenseitig unterstützen. Ja, ich will auch gar nicht zu viel Aufmerksamkeit jetzt auf uns richten, aber noch eine herzliche Einladung an alle Kinder und Jugendlichen, natürlich auch Eltern. Kommt doch einfach mal bei uns in der Leiterstraße 38 vorbei, guckt euch das an. Vielleicht gefällt es euch und die Tanzgruppe trifft sich jeden Dienstag um 17 Uhr. Da sind auch Jungs erwünscht, auch falls das gerade nicht so gesehen worden ist. Ja, bitteschön. Dankeschön. Also ganz kurz möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn ihr ein bisschen spendet für diese Einrichtung, weil die leisten ganz, ganz tolle Arbeit. Auf geht's. Let's party. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Jedes Tabu ist auf der Hand, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man liebt, verliebt. Und ein Blick hat gut, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis einmal der Tag. Oh,
If you fall, I will catch you. I'll be waiting.
schön.